wer von euch ist Charlie? Dann bist du wohl Dan, der Schlaue. Willkommen in Shibuya. Ich bin Yuki. Bist du nicht ein bisschen jung, um für einen Gangster zu arbeiten? Ich bin 15. Oh, ignoriere sie. Sie ist vom Land und kennt nur Reisfelder. Und kommt nicht so oft in die große Stadt. Verpiss dich, Yankee. Ist das hier eine Art Schwarzmarkt? Ja. Hier kriegt man alles, was das Herz begehrt. Das sehe ich. Einschließlich Filzläuse. Und der Regierung ist das hier alles egal? Der Heimatschutz schickt hin und wieder Sicherheitsroboter vorbei. Aber die kümmern sich nur um die Oberstadt. Wenn's nach denen ginge, könnten wir hier unten verhungern. Das beruht auf Gegenseitigkeit, schätze ich. Kommt mir bekannt vor. Die zwei Klassenschichten. Tja, hat sich nicht verändert. Auch könnte, glaube ich, mich zu erinnern. Bei solchen Gebieten kann man immer mit jedem labern. Ja, dann labern wir mal. Das scheint Mifunes Gebiet zu sein. An Orten wie diesen kann man einiges erfahren. Dan, warum schaust du dich nicht mal alleine um? Ja, mach ich. Geht klar. Gut, solltest du auch. Pass nur auf, dass du nicht in Schwierigkeiten gerätst. Na, ne, ansonsten ist jemand anders in Schwierigkeiten. Tja, na, da kann man labern und Vertrauen gewinnen, schön. So, und was erfahren wir hier? Na, wie geht's, Faye? Hast du schön zugeschaut und Popcorn gegessen? Hier ist echt was los. Aber leben könnte ich hier nicht. Und du? Dir gefällt's hier wahrscheinlich. Nee. Na sowas. Warte, du sagst das nicht nur wegen mir, oder? Nee, ist echt so. Ich bin nicht von gestern. Mir ist das doch scheißegal. Na okay. Gut zu wissen. So, und was haben wir hier noch? Und ist so nah die Kamera. Das hier ist der einzige Ort in den Slums, der den Kopf über Wasser hält. So. Man kann hier alles bekommen. Gutes wie Schlechtes. Meistens Schlechtes. Okay. Man bekommt alles schlechte Zeug. Interessant. Okay, momentan sehe ich gerade nichts, was mir gefällt. Tja. Leider nicht mal ein Teddybär. Schade. Aber Hauptsache das da vorne. Na, was geht hier ab? Wie geht's? Egal wo man ist, Slums fühlen sich immer gleich an. Da wird man fast nostalgisch, findest du nicht? Ja. Findest du auch? Dieser Ort hat was, das unsere moderne, robotisierte Welt nie haben kann. Ja, genau. Klar, es ist laut und dreckig, aber ich fühle mich hier wohl. Erinnert mich fast an zu Hause. Okay, was war das denn jetzt von denen? Ich glaube, er wollte weggehen. Ja, okay, ich glaube, er will weg. Aber da stimme ich zu. Irgendwie. Vielleicht. Hey, Alter. Du bist nicht von hier, oder? Hast du Kohle? Na, hätte ich. Ich will keine Almosen. Hab was zu verkaufen. 500 Kröten und es ist deins. Da kommt drauf an, was du hast. War cool, mit dir Geschäfte zu machen. Hier ist die Ware. Na, was hast du denn? Du erst mal kaufen, ohne zu wissen, was es ist. Okay, Angriff, Vertrauensstärkung. Hoffe mir Vertrauen. Okay, das wäre cool. Okay, ja, und wir bekommen laufend Credits, indem wir die Blechbüchsen töten, also ist kein Problem. Da, ja, schickt der Schrotthändler und seht es mal was. Ist echt schön. Ist nicht viel wert, aber mach das Beste draus. Irgendwann brauchst du es vielleicht. Na, vielleicht. Was macht das denn? Was, Masse? Was macht das denn? Okay, nur ein Punkt. Das Vertrauen unter Teamkameraden steigert sich leichter. Okay, das packe ich mal rein. So. Schön. Dann geht das ja schneller rauf. Das ist echt schön. Okay, und das war's hier. Gut. Oh, schade, kann ich rennen. Aber okay, ist eh nicht so weit. Gut, hier haben wir alles. Das hier ist der einzige Ort in den Slums. Das hatten wir schon. Da wiederholen die sich nur. Okay, und was ist hier? Hier darf ich nicht rein, schade. Und hast du was? Oh, ey, Süße. Suchst du ein bisschen Spaß? Ja. Ich mach dir einen guten Preis. Von dir? Nee. Okay, ich könnte ja sagen. Was passiert dann? Ich habe schon eine andere Art von Spaß, und zwar töten. Aber das hier, okay, Dan will vielleicht.
Schade, dass du deine Freunde im Slaptau hast. Gruppen sind nicht so meine Sache. Oh, schade. Aber okay, die meisten wollen... Allein. Vielleicht gebe ich dir dann sogar was umsonst. Okay, alleine. Nein, ohne Bau mache ich nichts. So. Lass den Boss nicht warten. Yuki blinkt euch hin. Zack, zack. Zack, zack. Okay, alles klar. Erstmal hier Kino. Oder was auch immer hier abgeht, was geht ab? Tut mir leid, bin ausgebucht. Oh. Schade, einem Mannsbild wie dir hätte ich eine Kostprobe gegeben. Okay, aber Bo, wolltest du vorher? Ihr seht nicht wie der Widerstand aus. Tja. Seid ihr zum Vergnügen hier? Genau. Ja, ist richtig erkannt. Aber wir sind alle hier zugedröhnt. Interessant. Na, Bo, was geht ab? Alles gut? Wie wäre es denn mit der Süßen da hinten, Dan? Das habe ich schon probiert. Wir haben noch Zeit und könnten eine Menge Spaß haben. Ja, ein bisschen Gruppen-Action. Wusste ich's doch, Kumpel. Ja, ohne dich geht nichts. Geh und sprech mit ihr. Ich zähl auf dich. Oh, jetzt auf einmal doch. Oh shit, hab ich schon verkackt. Okay, mit wem? Mit dir? Wer seid ihr? Ihr seht nicht wie der Widerstand aus. Nur dich wollte ich nicht. Seid ihr zum Vergnügen hier? Halt's Maul. Okay, bist du, weil der Bo meint. Für Saufens der Bummler habe ich keine Zeit. Ich glaube, ich habe das jetzt schon gemacht, oder wie? Mit dir kann ich nicht mehr reden. Tut mir leid, bin ausgebucht. Schade. Echt schade. Okay, ich glaube, es wird nichts, Bo. Leider wird das nichts. Yo, Dan, wie ist das gelaufen? Schlecht. Nee. Oh, Mist. Das bricht mir glatt das Herz. Naja, immerhin hat sie dich für uns beide abblitzen lassen. Mein Beileid, Kumpel. Na, ist echt traurig. Okay, wir brechen die Mission ab. Ich hab keinen Bock mehr. Gehen wir nach Hause, Bo. Gehen wir nach Hause. Wo können wir hier nach Hause? Okay, schätze, das war's. Genug Action. Okay, Action und Spaß. Aber hier noch ein bisschen shoppen. So viel Zeit muss sein. Haben jetzt, glaube ich, 20.000 bekommen. Oder knapp. Okay, wieder Nanozeug. Medipack 1. Okay. Nahkampf. Basisgesundheit. Okay. Wir sind hier ein bisschen höher. Okay, Charlie kommt als nächstes mit. Abwehr. Mehr Medikits zu tragen. Mehr Medikits. Da brauchen wir eigentlich nur gegen Bosskämpfe. Ansonsten geht es. Außer es kommen hier noch üble Maschinen. Dann, ja. Na, mal schauen. Okay, nehmen wir mal Abwehr und das da. Und für Fei. Das wäre nur ein Punkt. Okay, dann bekommt Big Bo das. Ist dann hier Big Bo Medikit. Okay, Granaten brauchen wir auch weniger. Na komm, das war ja. Können wir hier noch ein bisschen verbessern. Oh geil, also doch nicht, okay. Doch. Bin schon ein bisschen zu früh gefreut, aber gut. Feuerkraft als erstes. Das ist immer das Wichtigste. Dann haben wir das da, dann Reichweite, dann Präzision. Und das andere reicht nicht aus. Schade. Und dann Big Bo noch einmal. Feuerkraft. James Bond Feuerkraft. So, und fertig. Gut, okay, wir sind bereit. Wir sind bereit, wir können losgehen. Dan, warte! Was ist? Sieh dir das hier an! Na, was ist denn los? Oi, Hanafe! Nani sind da! Das geht uns überhaupt nichts an. Gehen wir. Sagt ihr, Hannah ist der Erste. Hodorokimasio.
Das. Nur noch so, Arino. Ja, ein Seelenloser. Die Kids sagen, nach unserem Kampf wurde er unter Trümmern begraben. Naruhodo na. Konna no mita koto ne. Ore ra mo odorokimashita yo. Oi, kyū ni nan nan da? Hanashite kure. Ore dou suru ki da? Ah? Koitsu jibun no shōtai ga wakatte ne no ka? Sono yō de. Oi, ore no mei miro. Yōku mirun da. いいだろ。三船の親父に見せる。どうも。 よくできてやる。よせ、親父に見せる前に壊れちまう。 Und sonst war noch keiner. Hier drüben. Ich will nicht sterben. Keine Panik. Nur Menschen können sterben. Was bin ich? Ein Seelenloser. So nennen wir euch. Du bist darauf programmiert, wie ein Mensch zu denken. Aber tust es nicht. Das war überstürzt. Noch mehr Aufmerksamkeit von Polizei und Yakuza können wir nicht gebrauchen. Vielleicht. Aber ich frage mich. Was? Wie viele Seelenlose wohl unter uns sind? Na los. Mifune wartet auf uns. Ja. Ja, da ist niemand mehr. Das ist eine gute Frage. Tja, und diese Frage
bringt uns auch zu der anderen Frage. Einer von diesen Typen hier. Tja, Big Bo, Rachel, Charlie, Faye. Einer von denen könnte es auch sein, oder den auch. Das könnte jeder sein. Tja, dann ist auch hier kommt wieder die moralische Frage über die Seelenlosen und so weiter, aber ja. Ich bin kein Fan von Moral und deswegen lasse ich es einfach. Und wir gehen weiter, die Action, los! So. Wow, Dan, du bist wirklich ein toller Soldat. Ich bin überrascht. Bei genauerer Betrachtung bist du sogar ganz süß. Ach nee, lass das. Hör mal, du kannst mein Freund sein. Willst du mit mir gehen? Nein. Oh, tatsächlich? Hast du etwa schon eine Freundin? Das Mädchen mit den schwarzen Haaren? Ich enttäusche dich nur ungern, aber nein. Ja, und da seht ihr dafür. Ich dachte, sie wäre dein Typ. Nur darauf sage ich nichts. Bist du soweit? Ja, ich bin soweit, hör auf zu labern. Dann los. So. Okay, das war ja so interessant. Ja, und alle waren dafür, ja. Es wäre auch komisch, wenn einer dagegen gewesen wäre. So. Okay, Spiral. Oh, ich darf nicht weiter. Hey, Yuki. Du willst zu Mifune? Ja, ich bringe ihm ein paar Leute. Ah, komische Truppe. Okay, die Tür öffnet sich. Wieso redest du so komisch? Fragen über Fragen. Okay, das ist cool. Hey Mifune, hab sie gefunden. Willkommen in Shibuya, meine Freunde. Bitte verzeihen Sie die plötzliche Planänderung. Yankee, Engländer. Chinesin. Sie sind eine Rostcrew. Ich weiß nicht, was Sie meinen. Ich bin vom MI6. Ah, wie James Bond. Ja, genau. Ernsthaft. Aus einem alten Film. Mr. Mifune hier scheint ein Freund von Klassikern zu sein. Ja. Ich bin nicht zum Quatschen hier. 5 Millionen. Kaution. Den Rest gibt's, wenn wir fertig sind. Sie erwarten hoffentlich keine Quittung. Warum, Mifune? Das würde ja aussehen, als würde ich Ihnen nicht trauen. Wir haben nicht ewig Zeit. Was ist der sicherste Weg in die Oberstadt? Haben Sie japanische ID? Keine ID, keine Papiere, keine Beweise unserer Anwesenheit, wenn Sie verstehen. Dann gibt es keinen sicheren Weg. Gut. Und der ungefährlichste Weg? Das ist eine ganz andere Frage. Die U-Bahn-Station unter diesem Gebäude wurde nach der Überflutung Tokios geschlossen. Beim Bau des Abwassersystems der Oberstadt hielt man sich aber an dieselbe Linie. Sie müssen ihr nur folgen. Was? Sollen wir etwa hinschwimmen? Natürlich nicht, MI6. Dafür sind die Jetskis da. Oh. Das klingt schon besser. Die verkaufe ich Ihnen für je 5 Millionen. 5 Millionen? Wow. Sie sind nicht der einzige Fan alter Filme. Sie sind auch nur ein alter Yakuza-Gauner, nicht wahr? Ich weiß, wie man Geschäfte macht. Sie sollten keine Zeit verschwenden. Ihr französischer Kontakt wartet. Und diese Information gebe ich Ihnen gratis. Sie sind zu großzügig, Mifune. Mit dieser Schwäche muss ich leben. Yuki, bring sie zur U-Bahn. Gute Reise. So ein Abzocker. Der lacht sich sicher ins Fäustchen. Na, wer wird denn hier ausfallend?
was ist? Ja, wo kommt die her? Sagtest du nicht, sie würden euch nicht stören? Tun sie eigentlich auch nicht. Das gilt uns. Die wissen, dass wir da sind. Okay. Gibt es einen Weg zur U-Bahn, der nicht über den Markt führt? Nein. Dann müssen wir uns durchkämpfen. Zwei Teams. Eines übernimmt die Rückendeckung. Alle bereit? Ja, ich bin bereit. Und Bo ist auch bereit und Charles ist jetzt auch mal dabei. Okay. Dann mal schauen, ob Mifune das überlebt. Tja. Oder wir könnten auch sagen, das wäre jetzt nie passiert. Das, was er angeboten hat, die 5 Millionen. Denn das war ja jetzt hier nicht abgemacht. Dafür gibt es keine Beweise. Okay, Vertrauen. Ist bei Bo schon sehr hoch, das ist schön. Bei den anderen eher weniger, da müssen wir uns sputen. Okay, Charlie, los geht's. Wir kämpfen uns durch. Alle mir nach. Los! Ja, alle drei, die anderen warten. So. Dan, du gehst mit Yuki. Sie führt dich zur U-Bahn. Nein, du gehst mit. Sieh zu, dass hier nichts passiert, klar? Hier entlang. Ja, alles klar. Dann immer schon in die Deckung gehen. Und nicht reinlaufen. So, los geht's. Los geht's, los geht's. Sorry, aber das Schießen überlasse ich dir. Ja, ist auch besser so. Lass mal shoppen. Warte kurz, gleich geht's los. So, Handfeuerwaffe, okay, Scharfschützengewehr, Okay, hier keine Nano-Dinger. Alles klar. Okay, da können wir nichts tun. Okay, Action! In einem Clubhaus. Geil, los geht's! Ballern! Wo sind sie? Geil! Gute Arbeit, Dan. Wir kümmern uns ich dachte, es wäre ein Gegner. Nee, ich mach den Rest. Dreh doch, mach dir das. So. Oh oh. Okay, wo kommt die alle her? Wer hat sie denn hier reingelassen? Woher wissen die überhaupt von uns? So, Kopf ist ab. Würdest du bitte angreifen? Ja, wow, der macht nichts. Das ist enttäuschend. So. Der macht ja nichts. Okay, aber ich will die Gatling Gun. Ich will die Gatling Gun. Du halt's Maul. Gib die Gatling Gun her. Stirb. Stirb, schön Arsch versohlen. Gib die Gatling Gun her. Los, gib her. Und so lange versohle ich dir den Arsch. Gib her, los. Du warst böse. Wo ist es hin? Nein, wo ist es hin? Verdammt, das hier soll ein sicherer Weg sein? Ja, das war's schon. Die Yakuza stehen mir bis oben hin. Nie wieder. Wieso ist das nicht denn deren Problem? Halte du auch! Sei nicht so herablassend, Sergeant. Ich komme gut ohne diese jovialen Ami-Sprüche klar. Okay, verstehe schon. Und nur, dass das klar ist, der Schlamassel hier ist nicht meine Schuld. Ja, doch. Mifune war der einzige Kontakt, den wir hatten. Schieb mir nicht die ganze Schuld zu, ja? Habe ich auch nie gesagt. Geht klar. Also, die Sache ist gegessen. Wir müssen weiter. Wir brauchen die Jetskis in der U-Bahn. Ja, du hast damit angefangen, wir sie verarschen. Du hast damit angefangen, ich habe kein Wort gesagt. Okay, schade. Können wir hier noch ein bisschen klauen? Okay, interessante Musik. So. Okay, merken. Bei diesen Typen keine Ami-Sprüche. Wie auch immer die aussehen, aber okay. Müssen wir merken. Für sein Vertrauen.